Hallihallo bei das Video. Ein kurzer Kanal-Update und ein Gelaber-Video von mir. Also wer das nicht möchte, kann jetzt abschalten. Ich werde das, glaube ich, auch in der Videobeschreibung mal einsetzen und den Videotitel dementsprechend anpassen. Also, ich hatte mir die Hand gebrochen. Meine eigene Sache. Ja. Vor 2 Wochen, genau am Sonntag. An meinem veganen Tag. Ja. Wie habe ich das gemacht? Also wenn ihr irgendwann mal eine Streitaxt werft, pass auf, dass nicht so ein blödes Bändchen dran ist. Das hat sich um meinen Ringfinger gewickelt und den, sagen wir mal, leicht traumatisiert. Und dabei ist das Gelenk auch gebrochen. Der hing praktisch so hier hinten weg. War nicht schön. Also wenn ihr eine Axt werft, nehmt das Bändchen ab, wenn ihr eins dran habt. Dann, was mir noch ganz wichtig ist, ich wollte mich bei Stefan 123321 bedanken. Er hat mir dieses tolle Set von Enzo geschickt. Von seinem Sommergeburtstag. Ist total klasse. Ich habe die letzten 2 Wochen gar nichts gemacht. Ich habe nicht mal ein Messer gebaut. Weil ich nur geheilt bin. Sozusagen. Ja. Gut. Also, super Set. Ich freue mich echt. Ich hätte mir das wirklich nie gekauft. Deswegen freut es mich umso mehr. Und ich habe gesehen, dass Serienhersteller auch nicht unbedingt. Naja. Auf jeden Fall super Set. Und die Klinge ist auch top. Ist auch nicht fehlerfrei. Ist sehr gut, sowas mal zu gesehen zu haben. Was noch in dem Paket war, ist das Udo Buku von Udos. Ich hoffe, man sieht das ja. Das darf ich testen. Das ist so eine Tour wie das Sword Passat Knife. Wer da Interesse hat, kann sich jetzt schon mal hier darauf melden. Ich mache aber dazu noch ein extra Video. Auch sehr tolles Knife Messer. Extrem scharf. Schön gemacht. Also ich find's echt toll. Und ich mag kein Plastik, ne? Und hier Kunstharz oder sowas mag ich eigentlich gar nicht. Aber das riecht extrem wenig und es fühlt sich durch diese Paracord-Wicklung gut an. Ich kann sogar wieder zugreifen. Das ist so toll. Das steht noch ein bisschen vor, aber es geht schon wieder. Deswegen mache ich ja dieses Video. Heute habe ich noch viel vor. Zum einen möchte ich das Messer testen, zum anderen möchte ich Vergleichstest mit der Klinge machen und so. Ja, gut. Das war dazu. Und tschüss, euer Lippus.